Hallo und herzlich willkommen zurück zum LS19 hier auf der Crater Lake. Beim letzten Mal haben wir das Unkraut hier fleißig beinemacht. Das ist quasi bekämpft. Das steht halt doch da, aber ist halt eigentlich nicht mehr da. Düngestufe ist auch auf volle Kanne. Also beide Felder bis wir Düngestufen. Und ich bin hier gerade mit dem Bagger unterwegs Richtung neues Feld. Und zwar wollte ich hier nochmal gucken, wie weit oder ab von wo bis wo wir eigentlich hier anfangen. Hier, okay, ab hier vorne fangen wir an. Dann bleibt der Weg hier zwischen. Dann würde ich aber sagen, machen wir die Bäume hier auf der rechten Seite mal weg. Der Bagger ist halt mega leise, ne? Der ist fast gar nicht zu hören. So, wir machen mal Licht an. Wir sehen zwar trotzdem genauso wenig wie vorher. Schnittlänge 6 Meter können wir eigentlich lassen. Genau. Okay, na dann. Wenn wir hier mal ein paar Bäumchen wegschneiden, sägen, tun. Die Steuerung von dem Ding ist immer noch außerirdisch. Aber es geht. So, schön ist, wir können halt Bäume komplett fällen, ne? Wir müssen die halt nur irgendwo hinlegen können. Hier ist irgendwie kein Platz, aber wir kriegen das schon hin. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Warte, ich muss mal noch ein bisschen weiter raus. Dann können wir den nämlich auf die Seite legen. So. Und einfach abschneiden. So, können wir noch so ein bisschen. So, 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 so. Und ab dafür. Und dann packen wir die einfach hier hin. Dann haben wir hier einen schönen Weg, wo wir noch hinterm Feld lang fahren können. Und dann sollte die Sache eigentlich funktionieren. Wie gesagt, mit einem Harvester bist du schneller dabei. Der hier lässt sich aber besser hantieren, zwecks Bäume hin und her schieben und so. Ist halt von der Bedienung her viel, viel, viel schwieriger als ein normaler Harvester. Aber ist halt mal was anderes. Ich hatte aber gesagt, den werden wir, da muss ich vorne ein bisschen hoch machen. Den werden wir auf Dauer nicht behalten. Ich werde mir wahrscheinlich wieder einen anderen Harvester holen, weil damit geht der Roden einfach viel schneller. Für mich sind auch die Steuerbefehle oft total umgekehrt gegenüber den anderen Harvester. Deswegen tue ich mich da, wenn ich ehrlich bin, oftmals ein bisschen schwer, hier die Bäume vernünftig zu fällen. Deswegen bin ich auch wirklich hier wild. Hier ist aber echt nicht so cool, ne? So, wenn wir jetzt drehen, müsste eigentlich oben vorbei. Genau. So, guck mal. Wir müssen die theoretisch noch ein bisschen rüber drehen. Dann können wir auch die neue Poltergabel mal ausprobieren für unseren Radlader. Wenn wir nämlich hier jetzt ein paar Baumstämmchen hin haben, der kann die nämlich jetzt mit deine Spanngurte viel besser aufladen. Wir brauchen da eine Streifen. Die fliegen hier nicht mehr durch die Map, sondern man kann hier, glaube ich, auf entspannt jetzt einfach Holz aufladen. Ich denke mal, das wird besser. So. Und hier merke ich wieder, der Analogstick, der rechte, ist eigentlich nicht von Vorteil, weil wenn der in seiner Dead Zone immer noch leichte Bewegung macht und der aber eigentlich stillhalten soll, dann ist er eigentlich nicht so cool. Dann schiebt er mir die Baumstämme hier hin und her. Aber ja, ist halt so, kann ich jetzt auch nicht wirklich ändern. Deswegen müssen wir da durch. Ja, na los, schneid ab. Was passiert, Junge? Hallo? Na, das hasse ich ja, ne? Jetzt hat er. Okay, wir drehen einfach mal. In der Hoffnung, dass der das jetzt hier kippen kann, ohne gegen andere Bäume zu knallen. Und dann noch ein Stückchen runter und absägen. Da liegen die hier zwar kreuz quer, aber das ist nicht schlimm. So. So. Also ich mag den Bagger, so von der Optik her und was er so kann, aber die Bedienung ist halt, boah. Vielleicht macht sich das ja besser, wenn man mit Maus und Tastatur spielt, aber ich spiele das hier am PC halt mit Controller und da ist die
Bedienung so, naja, eigentlich semi-geil. Sagen wir mal so. Und hier vorne fängt gleich der neue Feldbereich an, wo wir dann uns nochmal erweitern werden. Denn wir brauchen Ackerflächen. Da hier ja... Oh, nicht abkuppeln. Da hier auch ein paar Tiere einziehen sollen irgendwann mal. Brauchen wir dementsprechend ja auch Weide zum Abmähen, dass wir Futter, Gras haben und so. Weil ich hätte hier echt gerne Schafe. Ne? Also keine Schweine, keine Kühe, sondern diesmal wirklich Schafe. Was wir in den anderen Spielständen ja immer nicht hatten. Da hatten wir immer nur Kühe oder sowas. Und Pferde. Und diesmal hätte ich echt gerne Schafe. Nur mal so, weil wir halt noch nie hatten, ne? Deswegen. So, warte mal. Machen wir mal so. Und dann stehen wir hier mitten im Wald und schneiden Holz. Okay. Also wie gesagt, hier, man muss so ein bisschen drehen, dann fallen die Bäume auch wieder raus. Ich habe mir schon überlegt, theoretisch, wenn wir den Schneidkopf einfach andersrum drehen, dass der die Bäume nach links rausschiebt und nicht nach rechts, dann müssten die eigentlich immer aus dem Schneidkopf rausfallen. Da hat der rechte Analogstick jetzt schon wieder automatisch von sich aus rübergeschoben nach rechts, weil ich nicht wollte. Deswegen schiebt er mir oftmals die Polter dahin, wo ich sie nicht haben möchte. Finde ich eigentlich nicht so cool. Wie gesagt, ich müsste mich vielleicht echt mal nach einem neuen Controller umgucken. Vielleicht doch mal nach einem Xbox One Controller oder so, weil der 360er hier mit seinen Plastikhebel und Knöpfe, da hört man die Anschläge doch schon ganz schön. Und da würde ich vielleicht mal versuchen, dass ich da was Neues dran kriege. Ja, mal gucken. Kriegen wir schon irgendwie hin. Aber jetzt, wenn wir hier erstmal ein paar Bäume niedermähen. So, was tut dir jetzt wieder weh? Schneid den noch einfach ab. Was ist denn? Ohne Quatsch, ne? Ich verstehe nicht. Manchmal ist mir dieses Gerät... Warte mal, warum sind denn die Zangen vor... Hä? Die sind doch vorne zu. Mach die mal auseinander, komm. Ja, so. Jetzt dran vorbei. Und guck, schon schneidet da die Bäume ab. Einwandfrei. Also, das ist mit sehr viel Geduld zu bedienen, das Gerät hier. Weil der macht halt manchmal nicht das, was ich von ihm will oder was man generell von ihm will. Und dann, ja, kann das unter Umständen sehr schön sein. Drücken wir das mal so aus. Aber unterm Strich kriegen wir hier doch Bäume abgeschnitten. Und das ist auch das, was zählt. Warte mal, ich bin hier immer noch irgendwie... Der hat so eine komische Kameraposition. Ich komme hier nicht richtig schön irgendwie in Fokus, in Position mit dem Ding, ne? So, wenn man den Schneidkopf hoch genug hält, dann fallen die Bäume auch runter, ohne es zu verkanten. Und dann funktioniert die Sache auch einigermaßen. Vorteil ist halt, der verdreht die nicht und die Polter liegen relativ gerade zum Aufladen. Ne? Wenn du mit Autoload aufladest, spielt das eh keine Rolle. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt mit der Hand mit dem Radlader hier die Polter aufladet, dann ist das schon von Vorteil. So, Problem ist, man muss halt hier so viele Achsen irgendwie drehen, bis man auf Position kommt. Mit dem Harvester bist du halt viel, viel schneller. Deswegen hätte ich gesagt, wenn wir hier fleißig Holz verkaufen, niedermähen, dann wird wieder ein Harvester organisiert. Und dann wird damit wieder fleißig gerodet, weil jetzt ist der Kopf schon wieder so komisch, wie ich ihn nicht haben will. Weil der Winkel nicht passt, weil du halt zu viele Lenke zum Bedienen hast hier. Ja, jetzt kannst du das ankippen, dann musst du das wieder runter machen, dann passt der Winkel wieder nicht. Aber abschneiden geht. So, okay. Den kleinen Baum können wir hier rüber drehen. Irgendwie funktioniert das schon. So.
Man hat hier auch verschiedene Innenansichten, hat euch, glaube ich, gar nicht gezeigt, oder? Und man kann hier erstmal aus der Kabine gucken. Da sieht man dann irgendwie richtig gar nichts. Und dann hat man noch die Ansicht hier auf den Kopf vorne, also außerhalb der Kabine. Aber da siehst du auch wieder überhaupt nichts. Ne? Also ich mache das, wenn dann, lieber wirklich aus der Außenansicht hier. Aber kann ja auch wieder jeder machen, wie er will. Ich merke nur, dieses Ding ist halt für geduldige Spieler auf jeden Fall. Ne? Einer, der so mit Harvest irgendwie ja nicht klarkommt und die Steuerung alle zu viel ist, dem kann ich nur empfehlen, nimm irgendwas anderes. Wenn nicht, schneid die Dinger mit der Hand runter und dann macht das irgendwie anders. Weil das ist doch schon eine richtige Fisselarbeit hier, die Bäume abzumähen. Ist schon nicht so cool manchmal. Vor allem, wenn man die alle auf einen Polter legen möchte, dann ist das auch nicht unbedingt von Vorteil, weil man muss halt genau auf die Position hinfahren, wo man vorher war. Und die Bäume, die kommen halt aus einem anderen Winkel und dann verklemmen die sich wieder irgendwo, wo man eigentlich ja nicht möchte, dass die da hängen bleiben. Und ja, muss man sich so ein bisschen rinfuchsen, aber es geht. Irgendwann, da klappt es dann. Wie gesagt, ich muss mich jetzt hier auch wieder einspielen. Ich muss jedes Mal, wenn ich diese Ding hier betreibe, quasi die Steuerung wieder neu lernen. Aber nach ein paar Bäumen funktioniert die Sache einwandfrei. Ist aber trotzdem zeitaufwendiger als mit einem normalen Harvester. Also das muss ich leider immer wieder sagen. Aber was willst du machen, ne? Hilft ja alles nicht. Wir müssen hier nach dem Wald drin rein, weil Bäume müssen halt weg. Wir brauchen Geld. So, dann machen wir den runter. Wie gesagt, ich wollte gerade hoch runterfahren. Er fährt erstmal hoch. Also die Steuerung ist hier komplett umgekehrt. Bloß wenn ich jetzt jedes Mal für das Gerät irgendwie die Steuerung links, rechts irgendwie umkehre, dann bist du ja nie fertig. So, guck mal, hier zum Beispiel passt das jetzt, dass wir den Baum bei dem anderen mit oben raufpacken. Muss das halt so ein bisschen schieben und dann geht das schon. Wie gesagt, passt nicht immer. Und irgendwie glitscht er hier auch die ganze Zeit hin und her und sehr komisch. Also ein sehr unruhiges Gerät, merke ich gerade. Ist halt mal was anderes, aber nicht das Goldene vom Ei irgendwie. Aber wir brauchen halt Geld, ne? Wir haben halt gar keine Kohle. Deswegen mache ich erstmal wieder Stämme, dass wir Holz an Sägewerk verkaufen können, weil da kriegen wir halt den meisten Gewinn von, momentan. Und hilft ja nichts. Die Bäume müssen ja weg. Warte mal, jetzt hat er nicht da vorne zugemacht. Der sollte nicht zumachen. Warum ist denn das zum Beispiel jetzt geschlossen? So. Du musst doch quasi mit allen Analogsticks und Schultertasten irgendwie gleichzeitig irgendwas machen, weil Tastenbelegung ist voll ausgeschöpft bei dem Ding hier. Mit den ganzen Funktionen, das ist schon echt nicht so einfach. So, jetzt hängt der Baum da wieder. Jetzt ist da die Zange wieder zu. Ich will das aber eigentlich aufhaben und sehr merkwürdig. Na gut. Jetzt hängt der Baum irgendwo fest, ne? Klasse. Ah, kann ich der drehen? Nee, oha. Drehen? Ja, so umgeht. Oder? Nee, jetzt hängen wir da fest. Ach, wisst ihr was? Dann schnellen wir das einfach ab. Wenn der Baum kürzer wird, dann fügt er sich auch in die Richtung, wo er hin soll. Aber ist halt irgendwie gerade nicht so schön, merke ich. Geht eleganter. Ich würde hier noch ein paar Bäume. Siehst du, jetzt ist er frei, der Baum. Jetzt können wir noch wieder drehen. Dass wir irgendwo hinkommen, wo das einem. Ach komm, wir laden ja einfach mit Autoload und dann passt die Sache schon. Komm, schieb durch. Mit einem Harvester bist du an sich auch schneller.
Weil du schiebst durch, er schneidet automatisch ab. Hier musst du durchschieben als Befehl. Dann musst du ihm den Befehl geben zum Schneiden. Und wenn die Säge zurückgefahren ist, dann kannst du erst den Befehl geben zum Durchschieben und dann musst du wieder Befehl geben zum Schneiden. Also du bist unterm Strich mit der Bedienung länger beschäftigt. Und ist für mich jetzt nicht so effizient. Deswegen noch ein Punkt mehr, warum wir das Ding hier beiseite stellen werden. Vielleicht auch wieder verkaufen werden. Aber wie gesagt, der macht halt coole Stämme. Ne? Wenn wir hier zum Beispiel die Bäume nur fällen wollen und irgendwo hin transportieren wollen, können wir das damit halt auch machen ohne Sägen. Was halt auch praktisch ist. So. Also es geht, ne? Dauert halt länger, aber es geht. Das ist hier Mimimi auf ganz hohem Niveau. Ich bin eigentlich total froh, damit der Apparatismus sie behauptet, irgendwie macht was da irgendwie. Ach, naja, irgendwie jetzt macht er gerade nicht so und. Ach, komm, dann dreh doch die Bäume irgendwo hin. Was machst denn du? Jetzt hat er aber hier richtigen Knoten. Wir haben hier ein Problem. Komm, wir schneiden den einfach ab hier. So geht der natürlich auch. Und wir sind hier immer im Schatten, ne? Immer im Dunkeln operieren wir hier rum. Guck mal, wie schön das funktioniert. Oh ja. Man sollte vielleicht vorher deutlich das Handbuch lesen, auch vielleicht zweimal lesen und stark verinnerlichen, um der Bedienung Herr zu werden, weil sonst passieren so Sachen, wie sie hier gerade passieren. Ich meine, ist zwar auch mal was anderes, aber ja, hallo? Befreie dich aus den Fängen der Bäume. Das steht der Kopf natürlich komplett verkehrt rum. Das macht auch Sinn, wenn man das hier ein bisschen kompakter hält. So. Und sich ungefähr diese Schneidlage immer beibehält. Dann kann man das nämlich eigentlich immer wieder dahin zurückjustieren und dann funktioniert die Sache auch einigermaßen. Wenn man denn die Baumstämme sieht, wo man gegenfahren möchte, zum Absägen. Und dann läuft die Sache. So, warte mal, wie drehen wir hier lang? Das andere hier lang? So. Und wie gesagt, wenn der Schneidkopf so steht, müsste er die Bäume einfach abschneiden und die müssten gerade runterfallen, ohne dass sie hängen bleiben. Sieht besser aus. Also nach links rausschieben ist die klügere Variante. So. Aber ich würde sagen, ich schneide hier jetzt noch ein paar Bäume. Und besser gesagt, ich werde jetzt alle abschneiden, dass wir die Fläche hier freikriegen und dann werden wir Holz verkaufen. Aber das werden wir beim nächsten Mal machen. Dann machen wir die Folge hier ein bisschen kürzer. Vielleicht, warte mal, eins wie Bäumchen können wir noch abschneiden. Dann laden wir die Sache beim nächsten Mal auf und werden hier großartig Holz verkaufen. Ich denke, das wird fantastisch. So, ich wollte wieder runterfahren. Er fährt hoch, bleibt hängen, macht Sachen. Einfach klasse. Also die Achsen sind komplett verkehrt rum. Ist echt schade, weil das würde die Steuerung deutlich vereinfachen, wenn die Steuerung der Geräte generell irgendwie einheitlich wäre. Aber hier hat jedes Ding irgendwie seine eigenen Programmierung, Konfiguration, so wie man möchte. Und das ist halt schade. Ne, das bringt halt viel durcheinander, vor allem wenn man andere Handhabung gewohnt ist, dann schwierig. Aber nicht unmöglich. Oh, den machen wir hier noch. Und dann. Also, je nachdem wie dicht die Bäume stehen, schafft man auch Fläche abzuroden. Aber wie gesagt, mit einem anderen Harvester wäre, glaube ich, deutlich schneller. Dann wären zwar die Holzpolter chaotischer. Aber die Bäume wären schon viel schneller weg. Machen wir den noch kurz. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, beim nächsten Mal wieder. Wenn wir Holz abfahren und verkaufen, dann kommen wir endlich wieder an Kohle, die wir eigentlich sehr dringend brauchen. Weil es gerade ein bisschen mau.
Und ich hätte gerne noch eine Anschaffung. Die kann ich euch ja vielleicht noch mal kurz zeigen. Warte mal, machen wir den hier noch weg. Ich glaube, den machen wir noch weg. Wie gesagt, wir brauchen theoretisch sehr viel Geld, weil ich habe wieder die Mod-Seiten durchforstet und wieder tolle Seiten, oder besser gesagt, tolle Sachen gefunden auf den Seiten. Wo ich mir so dachte, ja, das könnte man ja hier mal vielleicht auch so benutzen und müssen wir uns mal anschauen, die Sache. Warte mal, wir machen den noch kurz, dann sind da nur zwei Stämmchen und dann zeige ich euch, was ich meine. So, wir machen das mal aus, dann nehmen wir in den Shop, denn wir haben hier bei Kompakttraktoren die Möglichkeit, so einen coolen Rasenmähertraktor zu kaufen. Wir haben vorne ein Eisengitter, wir können aber auch alles wegmachen, dafür hinten Gewicht anbauen, wir können vorne Gewicht anbauen und vorne Gewicht mit Eisengitter. Den würde ich zum Beispiel so nehmen, Anhängerfunktion hinten mit einem 3-Punkt-Hydraulik aus Gründen. Und eine Frontladerkonsole hätten wir theoretisch auch, brauchen wir aber nicht. Bitding kostet 13.000, das ist echt viel Geld. Dazu kommt noch die Mähtechnik, weil ich will ja einen Rasenmähertrecker haben. Und der braucht dieses Schneidwerk. Das kostet nochmal 2.800. Und dann muss das gemähte Gras auch irgendwo landen. Das finden wir hier bei Ladewagen und zwar kriegt er den Korb. Da passen 3000 Liter drin. Der kostet nochmal ein 4. Damit ist der Rasenmähertraktor ja nicht mal so günstig. Aber da können wir den ganze komische Randgras mitmähen, was hier so im Haus rumwächst und am Zaun entlang und so. Wenn wir mal so ein bisschen Futter brauchen für die Schafe oder so, je nachdem, wenn die denn mal irgendwann kommen. Hier bei den Hühnern kann man immer schön dran lang mähen, dass man die auch wiederfindet. Den werden wir hier irgendwo hinstellen. Hier stehen übrigens die Düngerpaletten. Hat einwandfrei funktioniert mit vom LKW aus runterladen. Und ja, so ist der Plan. Da hinten lichtet sich das schon langsam. Da wo der Bagger steht, guck mal, da wird langsam hell. Da kommt das neue Feld hin. Oh ja. Und ich denke mal, das wird Wiese werden. Und dann müssten wir theoretisch vielleicht andere Straßenseite mal ein bisschen was freiräumen, dass wir da einen Schafstall bauen können oder so. Aber das schauen wir uns alles an, wenn wir das heute verkauft haben. Dann müssen wir hier das Feld anlegen, die Baumstuppen alle entfernen und wir werden viel zu tun haben, hoffentlich viel Geld damit verdienen. Und damit bin ich raus. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Rinni hauen.